Hallo und herzlich willkommen im Polytape Heat Transfer Studio. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir. Hallo Frank. Hallo. Danke, schön, dass du hier bist. Wir werden heute was richtig Cooles zusammen machen, denn ich weiß ja, dass du ein großer Skateboard-Freund bist. Ja. Und absolut. Auch sehr viel Skateboard fährst und auch schon immer gefahren bist. Ich sollte mehr fahren, aber früher bin ich viel gefahren in meiner Jugend, heutzutage zu wenig, aber ich fahre gerne Skateboard. Okay, dann passt das ja, denn Wir wollen heute ein T-Shirt machen. Dafür haben wir dieses Design hier. Aha, sehr gut. Was sagst du dazu? Wir würden einmal im ersten Schritt... Ich würde sagen, das eine machen wir vorne und das andere hinten. Ach so, genau, so oder kann man das machen. Oder so oder hier so, dass das habe ich nicht so schnell durchschaut. Das ist sehr raffiniert. Sehr raffiniert, oder? Sehr gut. Okay. Und wir können es natürlich auch so machen, dass wir es einmal so machen und Nein, das habt ihr euch gut überlegt. Wir machen das so. Ja, okay. So. Gut, dann würden wir das in zwei Schritten machen. Erst machen wir das hier. Das darfst du auch natürlich jetzt selber gerne machen. Das wird ja auch dein T-Shirt. Ja. Genau, einfach platzieren, wo du es gerne hättest. Ja. Genau. Jetzt im nächsten Schritt einfach die Presse nehmen. Ja. Kannst nichts falsch machen. Ich kann nichts falsch machen. Du kannst nichts falsch machen. Genau, einmal so, dass alles abgedeckt wird. Ich hab, und die für Kunst fünf Sekunden ist feste super. Drücken, ne? Genau, also muss nicht zu fest, einfach so leichter Druck. Und genau, das Gerät sagt dir, wenn du fertig bist. Und jetzt darfst du das abziehen. Perfekt. Genau, einfach in einem Ruck, das geht. Kannst nichts zerstören. Ich muss sagen, das ist immer wieder perfekt. Magisch, ja, wie das funktioniert. Ja. Und jetzt sieht man das ja hier, ne? Genau. Das ist wirklich echt. Und irgendwie, dass es hält, ist schon cool. Also ja, das, ne? Weißt du, das ist irgendwie immer wieder magisch, denken. Ne? Ja. Vor allem, es sind nur 5 Sekunden. Echt cool. Also, den du es presst. Und jetzt, genau, jetzt habt ihr euch ja was genau, ganz Raffiniertes überlegt. Genau, jetzt haben wir uns noch was überlegt, denn jetzt haben wir hier noch ein Skateboard. Denn darum geht es ja jetzt schließlich. Und das müssen wir mal schauen, wie es am besten passt. Genau, so. Guck, das passt. Das legen wir jetzt so, dass es genau das quasi abdeckt. Weil das hier ist genau dafür gedacht, diese Aussparung. Und das machen wir jetzt in zwei Schritten. Denn das ist jetzt natürlich zu groß, um das in einem Schritt zu pressen. Deswegen machen wir erst, ziehen wir es mal ein bisschen runter. Machen erst hier das obere. Pressen das 5 Sekunden. Also erst den oberen Teil. Ja. Genau. Einmal los geht's. Pressen. Genau. Und jetzt einmal hochziehen. Genau. Noch nicht. Genau. Okay. Wir machen jetzt erst den zweiten Schritt. Sonst hast du ein halbes Skateboard. Okay. Willst du ja ein ganzes haben. Genau. Jetzt unten nochmal. Perfekt. Und also ich muss sagen. Fertig ist dein Shirt. Ich bin gespannt. Warte, aber noch ist er nicht fertig. Wir ziehen es ab. Es funktioniert. Genau. Wow. Krass. Es geht ja schon wieder. Ja. Wahnsinn. Wie wichtig ist dir denn so Individualität? Ich weiß ja, dass bei Startups, die sind, legen ja auch Wert auf Kreativität vor allem schon mal. Ist dir sowas auch wichtig, dass du... Also ich muss sagen, das ist wirklich der Hammer, ja. Also das ist einfach was Besonderes. Und diese Individualisierung zu sagen, ich nehme mein Logo, ich nehme meinen Namen, mein Dings und eben nicht irgendwie Adidas oder Nike oder sowas, das ist ja echt cool, ja. Und im Skateboard-Bereich wie im Startup-Bereich gibt es diese Individualität, das was ich auch echt schön finde. Und ich muss sagen, es verblüfft mich, wie einfach das ist. Ja. Und auf der anderen Seite verblüfft mich aber auch, weil ich das Unternehmen Polytape ja ein bisschen kennenlernen durfte, was für eine Technologie dahinter steckt. Also man denkt ja jetzt, jetzt geht das so, eigentlich erstmal verblüffend und cool, aber wenn man dann reinguckt, wie viel Research da drin ist, dass man wirklich diese Folie immer in der perfekten Qualität so bekommt, ist auch wieder echt wieder verrückt. Also echt ist so deutsche Ingenieurskunst, ja. Also cool. Ja, so schnell geht's. Jetzt hast du dein eigenes individualisiertes Skate-Shirt. Würde sagen, jetzt ab aufs Brett, oder? Genau. Vielen Dank fürs Vorbeischauen auf jeden Fall. Ja. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch unser Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da oder kommentiert, was ihr vielleicht auch mal gerne sehen möchtet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.